Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring und dafür gibt es erstmal ein freundliches Moin Moin. So, wir befinden uns immer noch hier in Sigua Blond Bums Bums Land und jetzt müssen wir noch mal ein bisschen hier noch mal weiter erkunden, denn ich möchte das ja eigentlich gerne, dass wir alles sehen hier. Wir waren in diesen Kristallhöhle letztes Mal und haben, ja, was soll ich sagen, die Kristallhöhle erforscht. Jetzt geht es erstmal hier weiter und gucken, was wir noch so erforschen können hier. In diese Richtung, ja. Da waren wir auch schon. Ich will das irgendwie alles mal hier so ein bisschen durchforschen und so irgendwas zu finden vielleicht, oder eigentlich suche ich hier nur ein paar. Da ist wieder so eine Krabbe. Und Krabben wissen wir, die kommen hier an Land, aber die sind natürlich extrem genervt hier. Okay, haben wir ein bisschen Leben verloren. Sicherheitshalber frischen wir erstmal auf. Die wird auf einmal hängen. Ja, ich will jetzt alles mal erforschen. Oh. Gerne alles hier erforschen. Damit wir nachher möglichst viele Reisepunkte haben, so wie da zum Beispiel. Direkt berühren. So, verloren mit Gnade angenommen. Okay, jetzt müssen wir überlegen, wo wir hier sind, genau. Ich will ja eigentlich nur diese... Ich würde ja ganz gern das Dings haben hier, wie heißt das? Die Karte, ne? Müssen wir gucken, ob wir die irgendwo finden. Muss ja möglich sein zu finden. Ich hab doch kleiner Krebs. Gucken wir mal, ob es hier längs geht. Jetzt sterben ist nicht so schlimm. Wir haben eine Gnade gefunden. Hier sieht alles ein bisschen wehr hier aus. Da ist ein Hummer. Also wenn die Viecher genauso sind wie damals bei dem anderen, dann müssen wir gegen die nicht kämpfen. Das ist einfach nur Schwachsinn. Da vergeudet man nur seinen Kram. Haut rein. Aber da oben ist irgendwas. Oh, was ist das hier? Tatsächlich noch eine Kirche? Wollen wir mal reingehen? Die Rosenkirche steht hier. Okay, hier gibt es aber kein... Hier gibt es nur Schleim. Aber hier gibt es auch leider kein, wie nennt sich das? Gnadenpunkt hier. Das ist wie schade. Das würde ja schon Sinn machen, ne? Aber hier haben wir schon mal, auf jeden Fall die Kirche ist schon mal hier entdeckt. Aber hier gibt es leider keinen Punkt dazu. Aber da ist noch was am Ball. Blutflammenklinge. Okay. Rennen wir mal ganz kurz hier zurück. Ah.
Okay, das ist nur aufgefüllt. Das hat nicht so viel gebracht, aber... Da ist die Brücke, wo wir, also beziehungsweise diese Akademie, wo wir hingekommen sind. Glaube ich, dass es hier ist. Wo wir eben den Schlüssel noch nicht haben. Ups. Da müssen wir schon aufpassen. Ich glaube, wenn der uns trifft, sind wir gleich tot. Oh, ist noch so eine Pflanze? Ja, okay, die Giftpflanze. Wie groß das alles hier ist. Da ist eine versunkene Stadt, vielleicht sollten wir da mal hinreiten. Tempelviertel. Bestimmt schon vorbeigerannt an dem. An dem Punkt? Oder auch noch nicht? Okay. Da gibt es ja auch keinen Ort der Gnade. Kann natürlich auch sein. Aber hier ist irgendwo eine Kiste. Die öffnen wir mal. Eisiges Beil. Okay. Eisiges Beil. Da ist auf jeden Fall ein Typ und da liegt irgendwas in der Mitte. Ich weiß nur nicht, wie stark die Viecher da sind. Okay, die sind nicht so stark. Okay. Aber sie kommen auf jeden Fall alle zur Hilfe geeilt. Sind auf jeden Fall gute Kameraden, muss man sagen. Wo müssen wir unsere Skelettkrieger rausholen, oder? Die würden mich mal interessieren, was die so machen. Nun gar nichts. Oh! Okay, die machen aber schon unsere, die Dinger Pflanzen da platt, das ist ja nicht so schlecht. Aber schöner wäre natürlich, wenn ich hier irgendwie trotzdem nochmal so einen Ort der Gnade finden würde.
Rauf, Kreis, Kristall, Knospe. Ja, vielen Dank. Sagen wir doch direkt ein hier. Ich muss trotzdem ein bisschen rumgucken. Ich muss gucken, dass wir noch irgendwie so einen Ort der Gnade finden. Sonst wäre es echt ein bisschen haarig hier. Machen die Pflanzen da Platz? Ist natürlich gut für uns. Aber gibt es hier nicht noch irgendwas? Hier gibt es echt nichts, ne? Ist da oben was drin? Na, hier ist nichts. Okay, die gehen direkt zu der Großen. Was halten die wohl nicht so aus? Ah, okay, das dauert zu lange. Das kriegen wir nicht hin. Nicht so schnell. Aber mein Skelett kriegt ja schon wieder auf, da oder was? Na gut. Wir kunden noch ein bisschen hier. Skelettkrieger, der ist auch unbarmherzig, ne? Der mäht die alle nieder. So, hier, das haben wir ja schon gemacht. Ich will mal ganz kurz gucken, was es diese Axt auf sich hat. So eine fette Axt sah das auf jeden Fall aus. Die müsste man aber auch mal hochpushen dann, ne? Mit dem, was ist denn? Löst Frost aus, okay. Stärke E. Behalten wir mal. Klingt ja gar nicht so schlecht, aber... Ich würde die mal kurz ausrüsten. Ich will mal sehen, was die macht. Der macht die echt alle platt da für mich. Besser geht's ja nicht. Gar nicht so schlecht, die Krieger da. Lass mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Also irgendwie so eine Stelle finden, wo wir vielleicht mal ausruhen können. Das sieht bloß nicht danach aus. Aber die nehmen wir noch mit hier, die Lilien. Keine Ahnung, wofür wir die gebrauchen können. Aber es kommt bestimmt noch irgendwas davon. Ach, verdammt. Oh. Wir müssen ausweichen hier. Lass mal kurz unser Pferdchen holen. Und dann müssen wir hier mal durch, wa? So, jetzt haben wir wieder Festland unter den Füßen. Irgendwo, nirgendwo.
ein Gegner? Da war ich noch nicht. Oh, das sind ganz viele Gegner. Das ist wieder so ein Teil, was man anstupsen kann. Da gibt es wahrscheinlich wieder irgendwie eine Höhle oder sowas. Aber wir brauchen, bevor wir diese Höhle da angehen, brauchen wir einfach einen Ort der Gnade, wo wir dann auch wirklich was machen können. Jetzt habe ich die ganze Zeit die Axt ausgerüstet. Da ist ein Ort der Gnade unten. Okay. Gleich mal hier bleiben und rasten. Ich weiß gar nicht, ob wir noch einen Stufenaufstieg machen können. Nee, das können wir nicht. Aber wir können ein bisschen rumgehen. Hütte des Rächers. Gut, hier haben wir auch was. Ist es hier? Achso, das ist das Ding. Okay. Ich guck mal ganz kurz, ob wir noch irgendwas hier im Inventar haben, was wir, also runenmäßig, was wir da auslösen können. Also kein Highlight jetzt, ne? Haben wir hier noch mehr? So eine. Oh. Gucken, ob wir jetzt schon was machen können. Ah. Was skaliert denn meine Waffe da, diese Eiswaffe? Stärke und Geschick. Okay. Was fehlt hier nochmal? Da geht's nicht mehr so weit hin, ne? Oder geht's da noch irgendwie weiter? Da geht's noch runter, ne? Okay, da geht's nur in den Abgrund, da können wir nicht mehr längs. Erstmal da hochgehen. Nein. Jetzt zeigt er irgendwo da runter. Dann gucken, ob wir da runterkommen, was es da gibt. Okay, so eine Fledermaus. Na gut. Einige an den Fledermäusen. Wenn wir wieder hinkommen. Zauberei voraus. Ja, hier ist schon wieder so ein. Wir gucken uns das mal an. Wir müssen es ja nicht machen, aber wir können es trotzdem angucken. Ja.
Mal schauen. Hier ist dunkel, aber das ist kein Problem, denn... Oh, ich habe ja hier eine coole Lampe. Wo ist denn die? Oh, ist schon wieder vorbei. Da. Ah. Dürft ihr alle mitgucken. Mann, ey. Gut, gut. Das ist hart hier drin, glaube ich. Vorsicht vor rechts. Ah, ich schon wieder. Sag mal, dreh dich doch mal um hier. Mann, Mann, Mann. So. Steht sogar noch vor sich vor rechts. Ich hau trotzdem rein. Auf jeden Fall gibt es da jetzt schon einen Schalter hier gleich. Gleich zu Beginn, kann das richtig sein? Machen wir mal. Irgendwo hat sich eine schwere Tür geöffnet. Das ist ja schon der, Weg zum Boss eigentlich, oder? Nehmen wir noch mit. Hier ist auch noch eine. Da unten ist ein Wichser. Falle voraus. Ah, das ist das Schaltding. Okay. Die Rebetalilie. Okay. Also hier kann man viele von diesen Lilien sammeln, was natürlich sehr cool ist. Können wir unsere Figürchen ja auch stärker machen. Muss mal gucken, wie oben irgendwo einer sitzt. Andere versuchen übrigens Geheimgang voraus. Ach Quatsch. Okay, okay. Vorsicht vor rechts und dann vorsicht vor links. Okay. Eieiei. Hier oben noch irgendwelche? Asche des Soldaten von Raya Lucaria. Okay. Hm.
Mehr weiß ich hier nicht. Gab es noch andere Wege? Hab ich gar nicht gesehen. Oder warte mal, müssen wir mal kurz zurückgehen. Gibt es da vielleicht noch einen Weg, einen anderen Geheimweg oder so? Oder nicht? Hier drüben? Auch nicht. Da ist ja nichts drauf. Okay. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Irgendwo ging ja eine Tür auf, wissen wir. Und wir wissen ja auch, es gibt immer sehr, sehr versteckte Trakte hier, wo was sein kann. Auch kein Geheimweg. Naja, von hier sind wir ja gekommen, ne? Geheimnis? Ach, guck dir das an. Gut, dass man diese Nachrichten hat. Man wird da gar nicht immer drauf achten, oder? Das war er. Ach, guck mal, die Wand kann man auch wegmachen von der Seite, okay. Menschenknochensplitter. Stab des Bewachers. Okay. Ist hier noch ein. Abrollen versuchen. Ich gucke mal, ob es hier noch Geheimgänge gibt. Ne, das war's. Okay, gucken wir hier oben nochmal. Also irgendwie gibt es ja hier einen Hauch von Geheimgängen. Aha, guck an. Schild der nicht oben, wie dumm war das denn bitte da? Runenbogen. Geisterlilie. Alter. Puh. Warte mal kurz, wir gehen deinen kleinen Weg gleich weiter. Ich wollte noch gucken, ob es. Ach, guck mal, es wäre egal gewesen, welche Wege gegangen wären. Gehen wir hier jetzt durch. Das ist ja wirklich mal sehr geheimnisvoll hier alles. Wurzelharz. Das war auch schon wieder so klar, oder? Hier ist die Tür, hier ist Aufgang. Okay, also es wird wahrscheinlich wieder so ein Viech leichter kommen, oder was? Oh, sollen wir den angehen? Gibt es denn einen geheimen Weg zurück schnell, oder muss man den ganzen Weg wieder hinlaufen? Obwohl, das war ja nicht so weit, ne? Aber. Weiß nicht, ob wir den schaffen jetzt, aber. Lass mal die Hunde sicherheitshalber rufen. Gehen wir mal rein und schauen uns das mal an.
Oh Mist. Nein! Okay, das war's für mich. Geisterrufer Schnecke. Ort der Wiederbelebung. Marikas Fall. Was ist denn Marikas Fall? Ich meine, Marikas Fall. Ist mir egal, wo wir landen. Und wenn wir rausfliegen, das ist jetzt egal. Das wäre nicht so schlimm gewesen, wenn wir das jetzt nicht geschafft hätten. Ich kann auf jeden Fall einmal zurückreisen und mit den ganzen Lilien meine Viecher nochmal verstärken, oder? Okay. Man kann also direkt hier anfangen. Sollen wir das mal machen? Ja, ne? Wir machen es nochmal. Pass mal auf, wir nehmen mal die Skelettmilizen. Milizen. Diesmal. Oh nein! Okay, aber der ist schaffbar. Dann gehen wir nochmal rein. Aber die Hunde waren praktischer, glaube ich. Kann uns die Hunde lieber benutzen. Oh, die Hunde? Doch, die waren auch, die Skelkrisen. Doch, ich weiß es nicht, es ist schwierig. Wir müssen mal probieren. Dann. Ich nehme, glaube ich, nochmal die Runde. Das ist ja leider auch nicht mal der Boss, ne? Nur so nebenbei. Okay. Da. Das ist die Geisterschnecke. Nein! Oh.
kann denn diese Geisterruferschnecke? Würde mich mal interessieren. Und jetzt nehmen wir mal die nochmal, die Krieger. Was gibt's doch gar nicht, wie kann er mich sofort treffen? Ach komm. Trifft der mich denn die ganze Zeit? Okay. Also wir machen erstmal. Wir machen mal unsere Leute stärker. Weil platt machen können wir die hier nicht mehr gerade. Machen wir die einmal stärker? Ja, würde ich sagen. So. Schon mal raus hier. Und dann reisen wir mal kurz zur anderen Stelle. Hier können wir ja jederzeit wieder hinreisen. Warte, einmal da runter. Ja. Und dann können wir mal gucken. Da müssten wir ja theoretisch unsere Hunde oder unsere Wächter stärker machen können. Ich meine, wir haben jetzt richtig viele Lilien eingesammelt. Ich glaube, das klappt auch so, wie ich mir das vorstelle. Aber eigentlich ja, ne? Das waren wirklich viele. So, hier bist du doch. Du kannst mir doch bestimmt helfen. Greetings, are you here for spirit? Jetzt bin ich. Nee, kann ich tatsächlich nicht. Gräberterlilie 4 brauchen wir. Okay, wir haben ja nicht, ne? Wir haben nur die Dryer, okay. Aber, warte mal kurz. Mich würde mal kurz interessieren. Wir haben ja hier noch mehr von denen. Was ist denn das da? Ach, schau mal. 5 wandelartige Geister herbei. Was können die? Dies sind die Geister von 5 Adligen, die das Zwischenland nach dem Tod durchstreifen. Eins suchten sie, wird doch was immer es auch gewesen sei, sie haben es längst vergessen. Der Geist ist ein, der einzelnen Platz erfordert, um die. Seine Talente reichen ja noch nicht aus, um seine Steinkrone. Das ist okay. Das? Asche, in der hier. Geister von Halbmenschen sind nicht groß, haben aber ein gewaltiges, brutales Gemüt. Sie mögen zwar denkfähig wirken, doch beantragt ihr Blut so in Wallung. Was ist das? Asche. Asche, in der noch Geister fallen. Hiermit ruft ihr die Geister von 3 Soldaten frei. Ein Geistertrio aus 2 entbehrlichen Fußsoldaten und ihrem Vorgesetzten. Die Soldaten von Rheinland waren einst als Kuckucks bekannt. Die Akademie ließ sie. Was ist das denn? Der Geist eines Söldners, der einzelne Reiter vergangen hat, wirft andere Reiter mit seiner massiven Klinge Kont aus dem Sattel und erhöht seine ohnehin schon beträchtliche Kraft mit Kriegsschreien. Die Söldner von Galen haben ihr Können schon auf unzählige Weise. Was nehmen wir denn da? Oder ein verrottender Hund. Und ihre Reißzähne sind voller giftiger Fäulnis. Also ich glaube, wir nehmen mal diesen Wolf nochmal mit hier. Den. Und... Ne, erstmal nur den. Und dann kann sie den mal hier höher machen. Ach, ich habe keine Kohle, darum geht's. Fällt mir gerade ein, ich habe gar keine Kohle. Ohne Kohle, nix lose, ne? Gut, dann können wir natürlich hier auch nicht so viel erreichen. Da brauchen wir Dunkelschmiedestein 1. Hat den Dunkelschmiedestein nicht mal eingesammelt? Irgendwann? Nun gut. Wir haben ja schon einiges wieder erreicht dort. Ich würde natürlich gerne die Karte noch finden. Hütte des Rechters. Katakomben am Wegesende. Dann gehen wir hin. Wir reiten jetzt nochmal. Nee. Wir müssen, glaube ich, hier einmal hin.
und den Weg folgen. Okay, das machen wir. Ja, aber das machen wir jetzt beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.